Köln-Müngersdorf, Toni Schumacher. Eingeblendet sehen Sie die deutsche Fußballnationalmannschaft, die Unis Top Team genannt. Bewusst nicht aus internationalen Stars zusammengestellt, sondern aus den Vereinen, für die Toni Schumacher gespielt hat. Ein paar interessante Aspekte mit Blick Richtung Europameisterschaft gewinnen. Thomas Essler und Rudi Völler. Und der Mann, von dem wir heute Abend eine Menge erwarten. Matthias Sammer, für dieses Spiel bestens motiviert, zuletzt in prächtiger Verfassung gegen den 1. FC Nürnberg. Oh, ein solches Tor, Kalle, muss er ausgerechnet kassieren, der Toni. Da wird er sauer sein, weil ich kann mich noch genau erinnern, wann immer er ein Tor in der Nationalmannschaft gekriegt hat. Er war stocksauer, auch wenn wir 4-1 gewonnen haben. Und wenn er dann noch wie jetzt hier... Wie der Völler da gestrahlt hat, als er abgedreht hat von Toni Schumacher, richtig hämisch. Und er kriegt ihn genau durch die Beine. Ach, tut mir richtig weh, das hier. Aber das liegt natürlich an seinen Knien. Er hat natürlich Knie, ich würde sagen, die sind alles andere als jungfräulich. Heute Mittag hat er zu meiner Frau noch gesagt, er bräuchte ihre Knie, dann wird er noch 5 Jahre spielen. Ulf Kirsten, den wird das nicht kümmern. Meisterschaften hat er gespielt, 3 Weltmeisterschaften und wäre natürlich schon ganz gut und er ist ziemlich heiß drauf sogar mitzukommen und er sagt, bis zum letzten Tag hofft er, spielt er, 22, 21 Meter hat der Bernd Schuster schon das ein oder andere Tor erzielt. Vier Mann denken, einer schießt, Hessler. Ja, und immer wieder Hessler. Gut ins Spiel gebracht von Kirsten. Tja, und Völler. Das kleine Privatduell zwischen Schumacher und Rudi Völler setzt sich auf numerische Art und Weise fort. Der zweite Treffer für die Nationalmannschaft. Aber nicht so besonders gut ausgesehen, aber das sei ihm verziehen heute Abend. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Der Kalle gerade wieder befreundet mit Toni, riskiert keine Kesselippe und schon gar keine Kritik. Naja, ich meine, er ist jetzt nicht mehr der Jüngste und ich glaube, kein Mensch war mehr verletzt als dieser Toni Schumacher. Ich glaube, es gibt nichts, was bei dem nicht kaputt war. Er hat alle 10 Finger gebrochen gehabt, Rippen, Nasenbein und von den Knien wage ich gar nicht erst zu sprechen. War allerdings auch eine sehr, sehr schöne römische Zusammenarbeit zwischen Hessler und seinem Clubkameraden Toni und Rudi Völler. Sah so ein bisschen aus wie im Mexiko-Finale gegen Argentinien. Naja, da ist er leider auch da vorbei. Aber da hat er ja vorher eben gesagt in diesem Filmbericht, dass er da gar nicht mitgespielt hat. Ich glaube, das ist das Spiel, was ihm im Nachhinein am meisten wurmt, weil er hat vorher ein fantastisches Turnier gespielt und abseits zum Glück jetzt hier. Sonst, das ist sicherlich auch eine neue Position für ihn taktisch gesehen. Wattenscheid spielt er ja Mittelfeld, bei uns soll er eigentlich Bayern München im nächsten Jahr sogar mehr offensiv denn defensiv im Mittelfeld spielen. Durch ihn. Oh, super Parade, Toni Schumacher. Das war Weltklasse. Absolute Weltklasse. Hat er kurz die Backen aufgeblasen. Und zum anderen ganz einfach, zwischen Rheinländern und Bayern ist er nicht immer unbedingt das beste Verhältnis gewesen. Und ich glaube, der Toni hat sehr viel dazu beigetragen, dass dem in der Zukunft nicht mehr so ist. Aber was der Hessler heute an Vorbereitungsarbeit. Garnitur. Ah, es sind 6 Mann, jetzt kommt der 7. dazu, die sich jetzt so langsam warm machen. Tja, jetzt aber doch. Den Freistoß ausführen. Uns.
Sicherlich. Sich anspielt und dann losgeht wie jetzt hier. So hatten wir uns das vorgestellt. Der Toni jetzt schon auf die Erdbrücke gegangen ist. Wir hätten uns gewünscht, er bleibt doch noch für Sie alle zu Hause ein bisschen im Tor, um den Abschied dann auch gebührend zu feiern. Hier sehen Sie ihn. Ich kann nur sagen, der Abschied, der passte vielleicht auf irgendeine Art und Weise zur Karriere von den Fußballfans in Deutschland eine ganze Menge wert. Heute Abend hat er sich traditionell alleine warm gemacht, wie er das von der Türkei her gewohnt war, in der Kabine. Hat alle Utensilien aus seinem Täschchen schon an den Vater weitervererbt, dass man jetzt noch ein paar Worte an das Publikum richten wird, werde ich Ihnen dann später erzählen. Jetzt Bühne frei für Toni. Das ist die einzige Chance, mir den Mund zu verbieten, wenn man mir den Strom abschneidet hier. Ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken, dass ihr heute alle hier gekommen seid. Ihr seid über Jahre, über 20 Jahre lang ein super Publikum gewesen. Und dafür möchte ich mich heute und hier herzlich bedanken bei euch. Jetzt wieder eine kleine Pause, bitte. Ich habe noch zwei Dinge auf dem Herz. Erstens, einen Moment bitte. Erstens, seid bitte so lieb und geht nicht sofort nach dem Schlusspfiff nach Hause. Ich komme dann mal zu euch wieder, ich habe noch eine Überraschung für euch. Und zweitens, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, ich habe 20 Jahre davon geschwärmt, was der Köln für ein tolles Publikum und faires Publikum hat. Ich finde es nicht okay, dass der Stefan Effenberg hier mit Arschloch empfangen wird. Denn der Stefan Effenberg spielt nicht gegen euch, sondern ist vom Toni Schumacher eingeladen worden. Er spielt für Deutschland. Und der Toni Schumacher hat auch keine Arschlöcher heute Abend eingeladen. Dankeschön. Liebe Zuschauer, hier sprach nicht nur der scheidende Torhüter Toni Schumacher, sondern für mich der künftige Präsident des 1. FC Köln. Erste Bedingung, die Signierung des Mitgliedsantrags. Das soll heute Nacht im Spiel geschehen. So, jetzt aber, Freunde, tut mir doch links außen. Aber es passt doch zum Fußball, dass man in diesem Geschäft Dinge erlebt, die man vor Jahren nie für möglich gehalten hätte. So ging es mir heute Abend, als ich während des Stromausfalls das gesehen habe. Ging alles gut. Kölscher Jung trinkt Kölsch, ist ganz klar. Eben. Toni, und ausgerechnet, als Sie nun Abschied nehmen wollten, fällt der Strom aus. Das war ja fast wie geplant. Wollten die Sie ärgern, Ihr Manager oder so, nach sich einen Spaß machen? Das darf gar nicht wahr sein. Ja. Das gibt's gar nicht. Ich habe gedacht, sowas passiert eigentlich nur in der Türkei. Und als das Licht ausging, habe ich gedacht, so, das haben die extra gemacht, jetzt kommt ein Riesenspott und dann kann der Toni Schumacher vom Platz gehen. Aber man sieht, das ist auch bei uns in Deutschland, in der zivilisierten Welt möglich. Ja, hat ausgerechnet in seinem Augenblick. Toni, wir sehen weiter ein bisschen das Spiel, können wir zuschauen, aber ich will auf eins zu sprechen kommen, was Sie durch die ganze Karriere begleitet hat. Sie tragen im Ohr einen Brilli. Diesen Brilli haben Sie ganz bewusst getragen sogar, als Provokation. Das haben Sie auch sogar gesagt. Ab heute können Sie wieder lieb sein. Ja gut, den habe ich damals geschenkt bekommen von meiner Frau. Die haben mir schon länger gewünscht und die, es stand immer zur Diskussion, ja, das kannst du nicht machen, meinst du, was die Leute sagen, der DFB, wenn du mit Ohrring ankommst und so. Ich sage, wenn alle dagegen sind, ziehe ich mir den Ohrring an. Und viele Leute haben sich dann auch nachher darüber aufgeregt, wie manchmal auch über lange Haare. Je mehr die Leute gesagt haben, dazu lange Haare, umso länger sind die Haare von Toni Schumacher geworden. Jetzt regt sich keiner mehr darüber auf, jetzt muss ich mir was Neues einfallen lassen. Und ab heute, das ist ein Geschenk an meine Tochter, den Brilli bekommt meine Tochter. Den nehmen Sie ab. Den nehme ich ab. Und tun Sie es jetzt? Ja, das mache ich jetzt. Sogar für euch. Dann wollen wir das mal sehen, weil
Ich habe mich nämlich nie getraut, überhaupt so einen Brillanten ins Ohr zu tun, weil ich immer dachte, ich hätte Schmerzen dabei. Nee, um Gottes Willen, das merkt man überhaupt nicht. Das ist einfach wie eine Fleischwunde nähen. So einfach ist das. Eben gerade haben Sie Abschied genommen auf Deutsch. Sie haben aber auch 3 Jahre in der Türkei gefeiert. Und es gibt, das wissen Sie, auch in Deutschland ganz, ganz viele türkische Fernsehzuschauer. Wenn Sie jetzt auf Türkisch Abschied nehmen, dann sind Sie nochmal in den Herzen von unseren türkischen Mitbürgern. Çok teşekkür ederim. Ben senin arkadaşla çok sağ. Merci. Merci, habe ich verstanden, heißt danke. Und davor? Ich möchte mich bedanken bei all meinen türkischen Freunden. Ich wünsche euch alles Gute. Sağ heißt Dankeschön. Dann danke ich Ihnen. Heute Abend gibt es noch ein großes Bankett und natürlich gibt es auch noch mal eine Ehrenrunde nach dem Spiel. Aber für Sie, liebe Zuschauer, jetzt erstmal uneingeschränkt wieder das Spiel mit Gudrun Rubenbauer und Karl-Heinz Rummenigge. Und der, der eben am Ball ist, der bekommt jetzt Applaus. Das darf ja... Schuster und Effenberg. Ja, Müller Bein gegen Stein. Viel Richtung Verkäufe haben wir überhaupt noch nicht gesprochen, weil wir gesagt haben, wir müssen erstmal diese. Hier wird Baski. Und auch in dem Spiel. Schade. Hat er toll vorbereitet und. Mit Strunz vielleicht. 15 Mann hat er eigentlich das Ticket so gut wie sicher überreicht. 5 fehlen noch, aber so viele Gleichwertige, wie sich im Moment präsentieren, wird spannend. Ja, ich glaube nicht, dass er aus dem Spiel irgendwelche sportlichen Schlüsse ziehen wird und, oder ziehen kann, weil es ist ein Festtag für den Toni. Und irgendwo gehen die Spieler damit mit angezogener Handbremse zur Sache, ist ganz klar. Am Samstag wartet die Bundesliga, am Donnerstag zum Teil schon. Und aus diesem Grunde ist der Wert, der sportliche Wert dieses Spiels sicherlich limitiert. Claudino! Die ganze Erfahrung seiner, ich glaube mittlerweile ist er 37 Jahre ausgepackt und wir blicken noch mal auf den Toni. Vielleicht hat er bei diesem Spiel, das unter dem bewährten Unterhaltungsmotto stand, lass dich überraschen, leider nur 2 Treffer brachte, noch einen auf Lager. Das erfahren wir jetzt gleich von Jörg Montora. Der Jörg ist gleich klar. Zunächst mal den Bundestrainer organisiert. Bitte, Jörg. Ganz genau, ganz genau. Die Kamera ist jetzt da oben, aber hier unten haben wir inzwischen auch einen und der Bundestrainer ist auch da. Berti Vogts, Sie haben gesagt vor dem Spiel, Ihre Jungs sollen mal ordentlich kämpfen und Ihnen auch schon mal was zeigen im Hinblick auf Schweden. Auch die, die, sag ich mal, über den bisherigen relativ festen 15er-Kader hinausgehen. Kalle Rummenigge hat eben als unser Co-Kommentator gesagt, so richtige Aufschlüsse könnte Ihnen das Spiel aber trotzdem heute nicht geben. Ist dem so? Ja, ich habe da eine andere Meinung. Wir haben einige neue Spieler hier gehabt. Es war wichtig, vor allem für unsere beiden jungen Spieler, dass sie diese Atmosphäre einmal kennenlernen in diesem voll besetzten Stadion, die Atmosphäre in der Nationalmannschaft und auch das eine und andere, Maurizio Gardino oder auch die Vorstopperpartie von Michael Fronzek. Es hat schon gefallen. Ja. Nun hat es heute, ich will ruhig sagen, den Fall Kirsten gegeben. Lothar Matthäus hat uns erzählt, dass das eigentlich keine Rolle spiele bei der Berücksichtigung für Schweden, weil Ulf Kirsten keinem anderen geschadet hat durch seine Stasi-Tätigkeit. Können Sie das bestätigen? Ja, ich weiß, dass diese Sache schon, lange schwillt und sie kommt ja morgen an die Oberfläche. Ich habe mit Ulf gesprochen. Wir müssen vergessen können, Ulf
wie Lothar schon gesagt hat, hat keinen geschadet und er gehört weiter unserer Mannschaft an. Berti Vogt, schönen Dank. Das Programm geht weiter und da wollen wir natürlich noch zuschauen, weil heute ist der Tag von Toni Schumacher. Liebe Zuschauer, Sie hören es im Hintergrund schon, der Höhner treten noch einmal für und mit Toni auf. Nach dem alten Beatles-Song Hey Jude haben sie einen eigenen Text auf Toni Schumacher komponiert. Das ist der Abschied aus dem Müngersdorfer Stadion für heute Abend für uns und für Toni Schumacher, zumindest was das Spielfeld angeht, für immer. Schauen Sie hin. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.